Jetzt stehen wir da vor Young and Reckless. Wenn wir fertig sind, sind sie homeless. Lil Mafia, ich schlag dir in die Fresse. Jersey kommt vorbei, nächsten Tag ist es in der Presse. Ich schieb dir mein Messer rein. Dom humpelt zu, nur noch auf einen Bein. Jetzt halt deine Fresse, du Schwein. Jawohl, Mr. Bitcoin! Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Familien Trupps aufstellen. Wir müssen da echt gucken, dass wir da safe sind. Die sind auf Fetten. Gegen wen? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Machen? Ich will wissen, gegen wen das ist. Ich gebe sie mir kurz 5 Minuten, sag ich denen Bescheid. Bueno. Ja, lass doch mitmachen. Wie die andere Familie zu zweit unterdrücken, können wir die auch unterdrücken, oder nicht? Rein theoretisch. Die kämpfen gegen zwei Familien, mit zwei Familien gerade. Die kämpfen mit zwei Familien gegen eine? Die kämpfen, das weiß ich nicht, aber die kämpfen ganze Zeit. Dankeschön. Ich glaube, Aschiret, ja, wenn die Aschiret ficken, Aschiret ist doch jetzt vor kurzer Auflösung, oder nicht? MOB und Young Reckless. Was? Weil sie wissen, dass sie ein paar Familien gegen uns im Groll hegen, ne? Ja, die werden uns 100% angreifen. Und nochmal zum Anmerken, bis wir können, das haben sie nicht von mir, Tarek wird morgen nicht kommen, ja? Das ist bestimmt. Guten Tag. Wo bist du? Bin gerade unterwegs, kurz was erledigen. Eine Frage. Ja? Haben dich MOB und Aschiret Dings zu zweit angegriffen? Young und Reckless? Ja. Ja, mit 40 Mann, dreimal. Wann? Ich weiß nicht, die letzten 3 Tage, glaube ich. Warte, ich frag mal kurz. Niki, wann haben uns MOB und Young Reckless zusammen angegriffen? 2 Mal. Wieso aber? Ich will die Wahrheit haben, wieso? Boah, ich hab keine Ahnung, da war irgendwas war da, die hatten da, irgendwas war mit Young Reckless oder so, die hatten irgendwie Krieg, da hat einer von uns auf die geschossen und weil wir mit MOB Krieg hatten, sind die dann zu zweit gekommen, ne? Ja, wie? Es war ja seine Schuld. So, aber der wollte einbrechen, der Pisser, das war seine Schuld! Hallo. Oder ist der nächste Einbrecher von uns? Wir haben noch einen! Was? Sie beruhigen sich jetzt erstmal, hallo Officers, der tut uns so, ganz belästigt. So, wir gehen jetzt weiter. Du möchtest freies Geleit. Okay. Das heißt, sie hat erst zu zweit angegriffen, ist das richtig? Ich muss raus. Nein. Ihr habt nicht einmal zu zweit angegriffen? Nein, nicht ein einziges Mal. Und mit welchen Begründungen haben die euch zu zweit angegriffen? Weil die gesagt haben, dass wir mit Intikam wohl irgendwie was zusammen machen. Das habt ihr es getan? Intikam, nein, Intikam hatte irgendwas mit MOB und irgendwer hat dann auf meine Jungs geschossen, dann haben meine Jungs nur zurückgeschossen und dann haben die das aber so gedreht. Und das ist auch nicht das erste Mal. Ich glaube, die das irgendwie extra machen, dass sie immer zu zweit die Leute angreifen. Ich glaube, Intikam wurde auch von beiden angegriffen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ist mir auch egal, ich habe gerade andere Sorgen. Die wären ein paar familiäre Probleme, die ich in den Griff kriegen muss. John hat mir schon etwas erzählt von wegen 15 Bloodouts. Ja, richtig, ich habe 15 Leute gebloodoutet. 15 Leute, wieso? Familie in Familie, würde ich sagen. Wer hat zu mir verlassen? Ja, hast du ihre eigene Sicherheit. Hermano, ich tanke gerade. Ja, trotzdem. Okay, hör mal die Fresse ganz kurz. Ich sehe, dass die Polizei außer Gebot ist. Fahren Sie bitte weg. Was sagst du? Dankeschön. Ich hab doch nichts gesagt. Gut, alles klar. Hamza, ich weiß Bescheid. Adios. Adios. Was ist hier los? Was geht ab? Alles klar? Weiß ich noch nicht. Eine kleine Rudelparty. Ich habe gehört, die greift Familien zu zweit an. Nein, ist wieder der alte Leier. Die sind zu zweit und wir sind zu zweit. Wo ist das Problem? Intikam gegen Omerta, gegen Young and Reckless und MOB. Nein, das ist nicht richtig. Victor Schmale. Ja, wir holen jetzt kurz. Nee, das ist nicht richtig. Davor war das sogar Aschiret und Intikam. Und ich glaube, Aschiret ist da auch irgendwie noch dabei, bis sie ausgezahlt haben. Es sind sogar 3 gegen 2, wenn man es ganz streng macht. Warte, Ryan, ich hole Westen kurz. Aber danke, dass du uns helfen möchtest. Aber wir brauchen keine Hilfe. Wir schaffen das auch zu zweit gegen die 3 Familien, die uns angreifen wollen. Hört mal zu, Hermanus. Ich möchte, dass, wenn ihr herkommt, darauf achtet, dass ihr versucht, irgendwie nur die Young and Reckless niederzuschießen. Ihr schießt nur die Young and Reckless hier nieder. Jetzt schon? Nein, nicht jetzt schon, nein. Kevin, komm mal her. Ich liebe die, Tarek. Ey, bittet euch mal, kommt mal ins Rückfeld. Da kommen alle her jetzt, Digga. Ja. Wir stehen hier zu dritt. Ich habe ein Problem mit Mafia. Und ich schwöre mal, ich will keinen sehen, der irgendeine Immobilie abknallt. Ich knall nur Young Reckless ab. Ja, Bruder, wie aus? Wie sieht die aus? Sag mal, wie die aus? Ja, Bruder, schwarze Hose, grüne Oberteil. Pass auf, passt einfach also. Ein Auto fährt hier weg, ein Auto fährt weg. Frei. Hallo, Leute, seid ihr ja, überlegt einfach zweimal, wen ihr abknallt. Denkt da unten Leute liegen, komm mal her. Na, wir sind weg. Wir warten auf das Scope. Ich bin auch frei, Lil Mafia. Ich finde, du solltest wieder einen Gang zurückschalten. Fährt noch ein Dings auf. Okay. Ne? Young Reckless. Ey, die hauen alle ab, die hauen alle ab. Ey, die hauen ab irgendwie. Ist ja auch schön. Dann bitte, dürfen wir ja rein, schnell. Ja, okay. Die haben uns doch angegriffen. Dann alle. Schießt alle. Kevin hat die gewarnt, schießt alle nieder. Ey, kommt rechts, John. Schalt die alle weg. Komm, fick die weg. Sollen wir auch MOB wegkrallen? Ja, alle. Alle. Die haben sie gewarnt, die haben selber Schuld. Schlag so viel, komm mal, Löwe.
Ey, der schluckt Headshot, Bruder! Ey, du weißt immer noch, wo das ist? Wo ist der Bitcoin vor uns? Ja. Ich hab 7 Minuten schwere Arme, ja. Ey, hinter uns auf Berg, hinter uns auf Berg! Hinter uns auf Berg, was? Wer kommt jetzt? Wo steht denn? Ich hab den hinterm Berg, ich hab den, ich hab den. Wo ist der Berg? Wo ist der Berg? Der ist einfach nicht gefallen, der ist immer noch da. Einer hat das Ego. Ey, einer war noch hinten, einer war noch hinten. Ich bin mit Ryan. Einer geht gleichzeitig hoch, glaube ich. Ah, okay. Ey, Manus, die sind hier. Wie soll ich euch das sagen? Scheiße. Ey, Mobi schießt auch. Mobi schießt auch auf mich. Ja, knallt ja, ja, ihn. Alle beide hoch, alle beide. Beide weg. Jetzt halt. Right Big. Die Schwänze, Bruder, ja? Wo sind Sie, Mr. Bitcoin? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Der liegt. Problem. Ich hab noch einen. Ja, stark, du hast ihn gefickt. Ich hab auf mich geschossen. Der. Vor uns. Ich schieß noch einer. Ah, scheiß drauf. Vor einer von den Schafter, wer ist der Schafter, wer ist der Schafter? Das ist einer von denen. Aber einer von den Schafter. Ja, ein Reckless. Ey, vor uns ist das Auto, Mutzi, ne? Ja, ja. Warte, wo, ey, hier war eben Revolter von uns. Ey, was kann ich super drei stehen? Ja, Revolter, lass ihn jagen. Ja, ja, Le Mafia am Anfang. Ja, oben war ein Auto, ach ne, oben auf der Straße war ein Auto, glaub ich, sogar und so. Ich noch einen. Ey, da läuft einer. Kali ist hier. Ey, einer ist auf der Straße, ne? Ja, ja, knallt den. Ja, ja, das ist wo? Der ist vor mir auf der Straße. Oh mein Gott. Ey, das sind auf Stein. Ey, wer ist das auf dem BF da, direkt links? Das ist ein BF. Kann der nicht liegen, Jungs. Ey, warum? Habt ihr den? Pick doch mal. Ich weiß nicht, ob den einer hat. Ich hab den schon. Achso, call doch. Ja, Nora, call doch. Oh, Rodrigo. Sorry, vergessen. Ja, der hat einfach Rodrigo geholt. Rodrigo Bot, ne? Ja, jetzt sind noch zwei Schafter unterwegs, die waren eben vierer besetzt. Ja, ja. Worden. Ich glaube, die haben schwere Hände, deswegen warten. Lennart, runter? Ja. Ey, lass mal Dings. Hier ist noch ein Revolter von uns. Wir können eigentlich fahren, wenn ihr wollt. Ja, komm, lass ihn jagen. Ja, guck mal, dass hier nicht irgendwo noch welche in den Büschen sind oder so. Ja. War so. Wer schießt? Wo? Ich einfach nur gucken, einfach in die Büsche rein kurz. Wer will das da oben auf dem Berg? Da, ey, da laufen welche auf Berg. Wer ist auf das? Auf Berg, das ist cool. Ja, okay. Was machen die hier? Das Indica. Das Indica, oder? Ey, MOB, Digga. Ja. Ey, zieht mal eure grünen Oberteile aus. Schlaumeier. Ey, sollen wir unsere Jungs vermittelt schlappen? Digga, das sind Omertas? Ey, das Indica, Mann. Hä? Das Indica, Jungs. Ich schieße doch nicht. Stabilisier mal alle, stabilisier mal. Ey, Lennart, komm mal kurz runter zur Masse. Das sind Omertas. Geil. Boah, die werden so sauer sein. Ja, oder? Die werden so sauer. Scheiße. Aber ist gut, wir müssen auch mal wieder am Boden runterholen, die Bres. Okay, sammeln wir alle. Ich hab immer noch schwere Arme, ja. Jarak. Dieses Mal kann ich das nicht machen, Chat. Wir können die nicht wieder wachsen lassen. Wir können die nicht wieder wachsen lassen und dann werden die vielleicht sonst zu gefährlich, weil die sich viel zu viel zusammentun. Deswegen sage ich euch ehrlich, OGs, bereue ich kein Stück, dass ich den Observatorium gegeben habe für diese Informationen, die mir gegeben haben über Young and Mierdalis. Das war sehr, sehr wichtig. Das war sehr, sehr wichtig. Diesmal werde ich die nicht größer wagen lassen. Ey, wollen wir Oberteil aufziehen? Ja, ja. Oder das ist ein Riesensalat gerade, ne? Das ist ein Riesensalat. Aber Bruder, die anderen sind auch zu zweit, ne? Guck mal, die nein, die greifen alleine um Meta an. Da greifen ja, okay, die alleine Instagram hier. Gamecrash, ne? Irgendwie ist es schon lustig, die Situation, finde ich. Doch, das ist Ometa hier am Boden. Mal ein bisschen Krawall wieder reingebracht. Die sind schlau gerade, Young and Reckless. Die sind schlau. Die versuchen im Underground so ein bisschen ihre Dinger zu machen, einen auf den Kali machen wir nichts. Immer noch FIB-Richtung. Ja, Bruder, viel zu viele Leute, die alleine im Revolter. Ich. Die das snatchen. Warum? Komm, Ranges. Aber warum läuft Intikam da mit uns? Die sollen die wegschicken eigentlich. Ey, komm zu euch. Das ist ein Ding. Ey, so Lennart, komm. Ja, willkommen. Einer liegt, der Löwe am Fahrer. Wo seid ihr? Der ist, Bruder, keine Ahnung, Call. Warte. Am Ende heißt es, wir mussten zu zweit gegen die kämpfen. Der Fahrer oder Beifahrer geholt? Ich wollte eigentlich nur Young and Reckless niederschießen wegen der Aussage von Sagan und von. Ja, sollen wir noch kommen? Chat, wer ist noch zu mir gekommen? Der mit dem Barett und. Die mir das gesagt haben, dass sie sich zusammentun jetzt werden. Ich spring Larry. Irgendeine Familie noch. Und Launder werden wir auch noch brechen, die werden wir auch noch niederschießen. Busch über dir. Auf Straße, wo ihr reingefahren seid, Musli.
War auf jeden Fall, ist auf jeden Fall mal wieder eine geile Situation, sage ich euch ehrlich. Wenn viele Familien damit eingemischt werden und so, klar, es bringt ein bisschen Toxik, aber wenn die wieder nicht ihre Lage übertreiben, keiner, ne, weder Kali noch die anderen, dann könnte das sogar wieder lustig werden, sage ich euch ehrlich. Dann könnte das sogar wieder lustig werden, Chat, sage ich euch ehrlich. Ja, ja. Dass wir jetzt dahin gegangen sind, ist nur der Grund, weil Hamza gesagt hat, die beide haben 3 Tage, also MOB und Young and Reckless, sind 3 Tage lang auf die Indie eingeritten. Das war der Grund, warum ich jetzt hingefahren bin, sonst hätte ich noch gewartet, so dass MOB nicht dabei ist, aber ja. Ah, gracias, Medic. Sehr nett von dir. Und die kann wohl dir zu Hilfe kommen. Ah, das muss die nicht sein. Die haben mir erzählt, kaputt, ne? Medic. Die haben mir erzählt, dass die jedes Mal. Sie haben zum Beispiel MOB und die Mobiles treffen sich zusammen und dann greifen die jedes Mal einzeln die Familien an. Dann greifen die jedes Mal die einzelnen die Familien an. Die haben Intercom angegriffen zu zweit, ne? Dann gehen die zu Merta, greifen die zusammen an. Ich weiß. Aschiff haben es auch gemacht. Ja, ja, das sieht nochmal. Okay, dann wissen es gut. Das ist so Merta, ne? Da unten. Das ist also. Mierda, hola, hört ihr mich am Boden? Ja, man hört sie. Okay, eine Frage. Haben die euch zu zweit angegriffen gegen euch alleine? Wir haben, auch kurze Erklärung, wir haben die ganze Zeit, wir haben jetzt 2 Frontenkrieg. Das ist der Aufruf, ne? Young and Reckless plus aber MOB. Aber was ist mit 2 Frontenkrieg, wenn wir zusammen eine Partei angreifen? Was ist die haben uns jetzt seit 2 Tagen zusammen angegriffen und jetzt haben wir Omerta dazu geholt. Und jetzt fighten wir ab jetzt mit Omerta. Nein, ab jetzt fightet ihr auch mit Kali zusammen. Alles klar, dass ihr mit können. Mit Liebe. Bueno. Was ist jetzt, wie viel Liter habt ihr noch hier am Boden so? Geht's euch noch halbwegs gut, oder? Ja, ich hab noch so 12, 13. Ja. Langsam wird's schlimm, ja. Wie kritisch. Hola, an die Gras verdammt. Ja. Wieso habt ihr auf uns geknallt? Hermano, ich hab dir deine Chance gegeben. Du hast Lil Mafia eine SMS geschrieben. Sei ruhig. Er hat direkt sein Handy. Du hast sein Handy gezogen, weggelegt, er zieht sein Handy weggelegt. Erzähl mir keine Scheiße, Mierda. Ich schwöre auf alles, ich hab ihn. Hör mal zu, ich hab durchgefunkt, keiner schießt gegen die MOBs. Und ich hab doch extra nicht geschossen, ich bin doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Es wurde direkt durchgefunkt, die MOBs schießen auch auf uns. Du ziehst dir immer irgendwas aus dem Arsch raus. Okay, ist kein Problem, hör zu. Ihr könnt gehen, ihr könnt gehen. Ich will nichts von euch. Ihr könnt gehen. Ja. Wir ziehen euch auch nicht ab. Was jetzt? Was sehe ich mir jetzt aus meinem Arsch aus, hä? Ja, dann passt. Höchstens deine Fresse, Mierda. Ja, reicht. Komm. Treib's nicht auf die Spitze, Hermano, bevor ich dich nackt mache, bueno? Und dich auf Lil Mafia. Wir hatten noch ein normales Gespräch. Ja, ich hab mich dran gehalten. Bueno. Und dann hast du dir was aus dem Arsch gezogen, dass ich ihnen eine SMS geschrieben hab. Das stimmt doch. Hör mal zu, Mierda. Ja. Ihr wart Kollateralschaden, ihr interessiert uns gar nicht. Verstanden? Nimm also deine scheiß Leute und verpiss dich von hier. Verstehst du das? Keiner will was von euch. Ihr seid uninteressant. Bueno? Ihr greift zu zweit andere Familien an, Mierda. Und hier gegen Kali heißt es auf einmal, wir haben nichts damit zu tun, Mr. Bitcoin. Hilfe, Mr. Bitcoin, greift uns an, wir haben noch nichts damit zu tun, Mierda. Traurig, belastend und erbärmlich zugleich. Aber ich akzeptiere das und ich respektiere das. Stark, Bruder. Kevin aus Kreuzberg. Stark, Bruder, stark. Ich verzeihe dir. Kali hat keinen Groll gegen MOBs. Besonders nicht, weil Dayo jetzt mittlerweile sehr nett mit mir redet. Hermanos, die MOBs werden nicht nackt gemacht. Die dürfen gehen, die dürfen alles behalten. Dann ist ja wirklich, wenn die weiterhin kommen und nachkommen und weiter ballern, ne? Dann müssen wir ja. Nein, werden die nicht. Kevin! Wo ist Kevin? Ja, hier. Deine Leute werden nicht nachkommen und schießen? Ist das richtig? Nein. Fertig? Machen wir die ganze Zeit. Das ist mein Wort. Haben die schon, aber. Ist egal, ja, ist egal. Ich komm ja, ich kann ja jetzt nicht Ding durchfunden. Sobald ich hochkomme, sage ich, die sollen nicht mehr knallen. Wer, du? Lil Mafia. Jungs, Leute, einfach anfangen. Lil Mafiosi. Lil Mimimi. Lil Mafii. Lil M. Lil Bo. Lil Schnee. Mit 3 Familien gegen uns, oder? Hey, Medic. Kannst du da was? Ja? Einmal bitte den, Mr. Bitcoin. Sperrmalier, ja. Young and Reckless abziehen, oder, Mr. Bitcoin? Young and Reckless abziehen? Natürlich, Mierda nimmt den alles weg, was die haben. Gut, ja? Fehlt ihnen nicht. Vermisst ihr nicht die Zeiten, wo Lil Mafia kommt und sagt, Mr. Bitcoin, ich habe nur 3 Pistolen im Lager? Ja, eigentlich schon. Wir haben sehr lange nicht mehr gegen die gemacht. Und eigentlich hatten wir ja schon was offen. Ja, MOB, wir wollen nichts von euch. Litecoin, die MOBs, die können gehen von mir aus. Das ist nicht, wir wollen nichts von denen. Komm, CJ, komm, Lovely, kommt. Also, Lil M. Bitcoin. Ja. Die Leute kommen hoch und wir können gehen. Ihr könnt gehen, also ich hab nichts von mit euch. Von unserer Seite aus, okay. Ja. Was okay, die anderen machen, keine Ahnung. Geht einfach weg, lauft schnell weg einfach, Kevin.
Ja, dann lauft weg. Lauft weg, ihr alle. Lauft weg schnell, irgendwie. Lauft, weil die Intikam wird euch blank machen. Die wollen euch stinken. Willem. Mimi. Was kann ich euch tun? Es ist der Lil Mimi. Er steht hier vor mir und ich schlag ihn ins Knie. Der gibt mir noch ein Ding. Also, Hermano, erzähl mir mal etwas von deinem Plan. Was für ein Plan? Den Plan, den mir ein guter Mann offenbart hat über euch. Also erstmal, fang von vorne an, bitte. Du meinst den Kriegsgrund, den du dir irgendwie immer raussuchst, wenn du nichts zu tun hast? Dass du sagst, ich habe irgendeinen Plan gegen dich gemacht. Okay, gut, ich habe keinen Grund. Was jetzt? Ja. Ich habe keinen Grund. Ich mach's einfach, weil ich Bock habe. Ja, was jetzt? Dann musst du nicht so auf scheinheilig machen. Es geht nur darum, dass du gerade probierst, mir irgendwas zu erklären, aber musst du nicht. Du brauchst keinen Grund, um gegen mich zu schießen. Ich versuche gerade mit dir zu reden, Lil Mafia. Du kannst nicht reden. Gut, dann nicht. Reden tut man, bevor man schießt, nicht danach. Alles klar, dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Hermano, ich habe kein Mitleid mehr mit euch. Sie sollen sich bloß nicht versuchen, mein Mitleid zu erkämpfen, Mira. Almods, tut mir mal bitte einen Gefallen. Ich möchte bitte, dass in den Chats Entspannung ist, ne? Also, wenn ihr seht, dass meine Leute irgendwo hetzen, dann, wisst ihr ja so. Ich habe 1000 Nachrichten bekommen. Abo. Es ist langweilig. Jetzt bin ich hier, jetzt mache ich den Krawall. Wenn man das nicht mag, dann ist es kein Problem. Wallah, das ist überhaupt kein Problem. Ich respektiere das. Manche Leute fühlen halt dieses Sims-RP, wo alles immer gut läuft und so. Ich nicht. Ich mache Krawall. Aber wenn man mir sagen will, dass ich mir diesen Grund aus dem Arsch gezogen hat, dann wallahi, dann ist man nicht ehrlich. Weil wir haben schon seit der Tafelrunde einen fetten Grund, Young and Reckless zu brechen. Plus die Familien, die auf uns zugekommen sind. Plus von Mandela, von Lil Mafia selber auf der Tafelrunde, der gesagt hat, wir werden dich mit allen Familien angreifen. Plus Sergen gestern war der absolute Kronzeuge. Er ist zu mir gekommen, hat mich gewarnt. Und deswegen werde ich auch den OGs IC dankbar sein. So einfach ist das. Dieses immer aus dem Arsch ziehen, das ist doch immer dieses... Das ist doch völliger Quatsch. Deswegen, wenn man sagt, okay, ja, mit dir kann man nicht reden, IC, das heißt einfach so, du kannst kein RP und dann schieße ich den in die Fresse und das war's, lass ihn ausbluten, ganz einfach. Lass uns die Situation nehmen, wie sie gekommen ist. Lass uns bitte einfach entspannen. Also, ich habe ein paar Fragen an euch. Hey, Maus, willst du reden? Wenn Mafia liegt, muss ich ja. Bueno. Aber warum liegt Mafia? Weil er nicht reden wollte. Also das heißt, das wird mit dir genauso passieren, wenn du nicht reden willst. Ich habe ein paar Fragen an dich. Wieso müsst ihr mit anderen Familien gegen andere kämpfen? Wir mischen uns nicht ein. Lil Mafia hat mir auf der Tafelrunde gesagt, er wird mit allen Familien, die mit auf seiner Seite sind, gegen mich kämpfen. Sagen und tun ist was anderes. Ich habe die Information von zwei sehr wichtigen und, naja, gute Zwölfer bekommen. Abgesehen von dem, was er selber gesagt hat. Sieh? Wie gesagt, sagen, hören und tun ist komplett was anderes. Alle drei unterschiedliche Sachen. Also schau mal. Ich werde gewarnt. Erstmal sagt er mir das zu mir selber. Dann werde ich gewarnt von anderen Zwölfern. Dann sehe ich, wie er mit zu zweit auf andere Familien geht, auf einzelne Familien. Und dann willst du mir sagen, es liegt nicht nahe, dass ihr das mit uns das Gleiche machen wollt. Schaut mal, Hermanos. Wisst ihr, was ich mit euch machen werde? Ich werde euch nicht mal von der Größe her bis zu meinen Knöcheln wachsen lassen. Nicht mal bis zu meinen verdammten Knöcheln lassen. Ich werde mit euch Schlitten fahren, Hermanos. Was habe ich vergessen? Aschiret. Was soll die, ja? Was ist mit denen? Ja, mit denen hast du auch komplett vergessen. Hab ich nicht. Die haben mir gesagt, was ihr mit denen gemacht habt. 3 Tage seid ihr in den reingegangen. Was haben die auch gesagt, was sie mit uns gemacht haben? Beziehungsweise mit MOB? Dass sie zur Zeit auf MOB gehen? Schau mal, mich interessiert die Scheiße nicht. Das ist nicht mein Problem. Ich rede eher von euch zu uns. Und dein Top-Boy hat mir eine Ansage auf der Tafelrunde gemacht, dass er mit den ganzen Familien mich angreifen wird. Und soll ich dir noch was sagen? Das ist ein anderes Thema. Das ist auch nein, das ist genau das Thema, Mirda. Nein, eben nicht. La Honda kann sich schon mal an eurer Seite schließen. Dann mit denen werde ich genauso Schlitten fahren. Hast du mich verstanden? Mit denen werde ich genauso Schlitten fahren, Romano. Willst du den ganzen Start hier auf den Kopf stellen? 5 gegen 5, 6 gegen 6. Was willst du jetzt dagegen tun, Mirda? Ihr habt damit angefangen! Wir haben damit angefangen. Also, ihr fängt immer mit allem an. Die Kammer hat nichts damit zu tun. Nein, die übersetzen Ehre. Ihr nicht. Ja. Ah, zu zweit auf 1 zu gehen. Hör mal zu, Mirda. Und gestern K2 dein Momenta, halt lieber die Fresse, anders. Bueno. Okay. Besser für dich. Okay. Also, es gibt ein Sprichwort. Wenn ein Mann seine Pistole gezogen hat, dann sollte er auch Manns genug sein zu schießen. Faith, warum fragst du Mafia nicht, was mit Achille passiert ist? Er wollte nicht warum reden. Die überhaupt er wollte nicht reden. Haben. Er wollte nicht reden. Fertig, Mirda. Da gibt's nichts zu diskutieren mit mir. Aschiret interessiert mich nicht. Verstehst du? Ich bin nicht hier wegen Aschiret, ich bin hier wegen mir. Also wenn dein Mirda mir droht, dann sollte er auch wissen, Hermano,
dass es für mich nicht einfach so fallen gelassen wird, die Sache. Verstehst du, ich bin hier nicht vor Gericht, ich bin nicht der Staat, der sagt, ja, zwar ausgesprochen, aber die Tat wurde nicht vollbracht, es ist mir scheißegal, Mira, da droht mir jemand, piss ich ihn ans Bein. Verstehst du mich? Und warum sprichst du die Sachen an mit Antikermann? Warum sprichst du dann das? Habe ich dir doch gerade gesagt. Es liegt nahe, dass er dann die Wahrheit gesagt hat bei der Aussage wegen der Tafelrunde. Dass er sich, dass er mich... Warum kommst du genau jetzt? Wie, warum kommst du genau jetzt? Was meinst du? Du bist doch gerade hier, oder nicht? Ja, weiter. Warst du nicht vorhin beim Lager bei uns, im Baba? Ja. Mit Tarik. Ja, weiter. Wo keiner anzutreffen war und du weggefahren bist? Ich weiß nicht, wer weggefahren ist, keine Ahnung. Ich war im Heli oben. Ich hab's von oben beobachtet, da war irgend so ein graues Auto. Der ist ja, mit wem willst du da reden? Da war einer im Lager drinnen, mit dem haben wir versucht 10 Minuten zu reden, der war im Kopf. Mit wem wollen wir da reden? Bei Allah, das ist meine ehrliche Meinung. Ich feiere das sogar, dass das so eine dreckigen IC sind. Ich finde das nicht mal schlimm. Ich finde das auch nicht mal schlimm, dass Mandela so ein Haufen Scheiße ist, IC. Also Lil Mafia. Ich finde das wirklich nicht schlimm. Das ist einfach... Also, ich finde es gut. Was soll ich euch sagen? Das gibt für mich keinen Grund zu sagen, boah, ey, das ist so schlimm mit denen. Nein, walla nein. Für mich, ich blühe auf. Ich hab Bock einfach da drauf. Ich sag so. Also, wie gesagt, das ist die Sache, die in meinem Kopf ist. Und dann musst du mir nicht damit kommen, wieso ich gerade jetzt hier bin. Ist doch eine ganz normale Frage gestellt. Ist doch verständlich, oder nicht? Nein, ihr habt keine Fragen zu stellen. Ihr steht an der Wand, Mirda, gefesselt und frisst Scheiße. Verstehst du? Okay, dann rede ich halt nicht mehr. Alles gut. Stell keine Fragen mehr. Schau mal, Armano. Die Sache wird hier nicht so einfach enden. Ich werde euch nicht lassen. Ich werde mich Mirda an euren Bein klemmen. Oh Mann. Wie ein verdammter Ringer, der ein Single-Leg nimmt. Verstehst du das? Mirda, ich werde euch nicht loslassen und wenn ihr versucht, euch loszureichen, dann werde ich ein Double-Leg nehmen. Und ich werde euch so lange festhalten, Mirda, bis kein Blut mehr durch eure Adern fließt. Ihr seid am Arsch. Mentiendes, ihr seid am Arsch, Mirda. Kann es bestimmt hoffentlich klären. Mafia ist bestimmt auch später da. Mit Mafia kannst du nichts klären. Er möchte nichts klären. Doch, doch, bestimmt. Er ist bestimmt im Krankenhaus jetzt. Der wird von Mediziner behandelt. Er kriegt 1-2 Medikamente. Danach kann man das bestimmt klären. Den kann man nicht mit Medikamenten helfen. Er ist verloren. Alles klar. Mafia ruft dich bestimmt an. Und dann kannst du dann auch mit Mafia darüber reden, wie es weitergeht. Ihr dürft gehen. Die haben alle noch Waffen. Die haben noch alle Waffen. Ihr dürft noch nicht gehen. Mit der Cap. Mann. Hey Matrose, fandest du das lustig? Na, ich muss es nicht los. Mit der Cap, hier weiße Kappe. Achso. Das ist keine Kappe. Das ist keine Kappe. Oh, Probleme. Was soll das sonst sein? Ein weißes Ding auf dem Kopf. Ein weißes Ding auf dem Kopf. Sieht das aus wie eine Eierschale, Mirda. Eigentlich schon, oder? Ja. Wie ist dein Name? Mein Name ist halt John. Halt deine Fresse, Mirda. Denkst du, ich will mit dir Smalltalk halt machen? Verpiss dich und gib deine Waffen ab. Wie redest du mit mir? Was hast du gerade gesagt? Sorry. Sorry, Avi. Das ist gerade Avi genannt. Geh mal darüber, John. Wo ja. Da zu sehen. Oh, hallo. Hier, du mit den... So. Komm mal mit dir mit der Tasche. Geh mal darüber. Na gut, Romanos. Ja? Nico, dankeschön. Kommst du noch, Bro? Ich bin in 600 Metern da. Okay. Bro. Ja, Bro? Ich weiß, dass du in Lil Mafia unter eine Decke steckst. Ich weiß, dass ihr... So wie ich sage, ich weiß, dass ihr euch eine Bettdecke teilt. Aber Kevin. Ja? Ich will dich nur noch mal daran erinnern. Mhm. Du solltest keine dummen Entscheidungen treffen. Wenn ich gegen Lil Mafia ein Problem habe, dann gebe ich dir den Rat, dass du dich davon entfernst. Ist was anderes passiert? Vorerst nicht, Armano. Deshalb. Und ich habe dir auch mein Wort gegeben. Du gibst mir dein Wort? Ich war jetzt eine lange Zeit nicht da. Bin gestern wieder gekommen. Das stimmt. Und dann habe ich die Probleme mitbekommen. Intikan, die heißen nicht mehr Omerta, die heißen jetzt Commander. Was für Commander? Ich weiß selber nicht. Commander Krieger ist der Server bei dir. Diti, wie dank dir? Die, Intikan. Gegen MOB und Johnny Reckless. Dann dachte ich, okay, wie ist das jetzt wieder entstanden mit 2 gegen 2? Wir wurden angegriffen von 2 Familien, dann kam Johnny Reckless noch dazu. Und Ashiret war eigentlich auch noch drin, aber die haben jetzt ausgezahlt und die sind aus der Sache raus. Ashiret hatte 15 Bloodouts, Hermano. Habe ich auch ein bisschen mitbekommen. Ihr beschwert euch darüber, Hermano, dass Familien kaputt gehen, aber ihr sorgt mit dafür. Ich will nicht sagen, dass ihr die ausschlaggebende Grund wart. Aber ihr unterstützt das. Und wenn ihr bereit seid, das bei anderen zu tun, dann müsst ihr bereit sein, Armano, dass es vielleicht bei euch selber passiert. Und dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ich komme. Ich wundere mich nie, wenn ich mehrere Blätter zu bekommen. Ich habe schon sehr viel durchgemacht. Ich habe schon 2-mal die Familie wieder aufgebaut.
Aber ab danke und für zu den Hype-Train, Leute. Twitch Prime ist kostenlos. Wenn das ein 12er nicht kann, dann gehst du kaputt. Und das ist leider bei einem Hunter so gewesen. Ja, er war auch länger nicht da. Aber diese Leute sind nicht wie wir. Wir fallen und dieses Fallen sehen wir nicht als Niederschlag. Dieses Fallen sehen wir einfach, bin gefallen, muss wieder aufstehen. Verstehst du? Das stimmt. Ich sag dir eins, es wäre niemals so weit gekommen, wenn ich nicht da bin. Patrick, danke dir. Und es wäre auch so, wenn du zum Beispiel eine lange Zeit weg bist und du hast zum Beispiel das letzte Wort gegeben, mit der Familie beendet ihr das, egal wie weit das kommt oder sonst was, dann nimmt auch deine Familie das so zu Herzen und entscheidet auch nicht anders. Und so war es leider und ich wusste jetzt nicht, dass es eine Woche geht. Also seit ich weg bin, schießen meine Leute. Und ich wollte es nicht, Mr. Lütke. Das weiß ich. Ich bin aber so weit, dass ich sage, okay, ey, es reicht langsam. Also wenn die Familie jetzt echt am Ding, auch wenn die nicht ausgezahlt haben, dann ist so. Aber es ist ja nicht Sinn und Zweck. Wir beschweren uns immer, dass die Familien sich auflösen und sonst was, dann neue Familie kommen und sich nicht halten können. Hamza ist jetzt seit gefühlt 1,5 Monate da. Hat ab und zu gezeigt, was er kann. Aber das kleine Problem, was er noch hatte, was er jetzt vielleicht dazu lernt, ist, dass er mal Einsicht zeigen muss. Und das hat er jetzt gemacht. Wir sind alle damals zu stolz gewesen, um auszuzahlen. Aber ab und zu muss das sein. Das kann man nicht verändern, Kevin. Das stimmt. Das kann man nicht verändern. Und das stimmt. Wenn mal jemand eine Sache macht, die aus Sturheit entsteht, dann sollte man nicht so tun, als ob das jedes Mal so ist. Wir sind ab und zu schwach, wir erliegen unseren Emotionen, wir erliegen unseren falschen Entscheidungen. Aber so ist es, die Welt dreht sich trotzdem weiter. So werden Sieger geboren. Leute, die nicht aufgeben wollen oder ein Problem haben, das sie gerade verloren haben, machen es nächstes Mal besser und stärker. Romano, was hast du mit Kevin, mit Lil Mafia? Was ist da so stark bei euch, dass dieses Band jedes Mal da sind? Wir haben jedes Mal gemerkt, als wir uns gegenseitig festgemacht haben, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen können. Ich wollte mir nur von hier dein Wort holen, dass du dich nicht in diesen Kämpfen einmischen wirst. Mach ich nicht. So wie du sagtest, deine Familie hat in den letzten Wochen zu viel gekämpft. Genauso wie meine. Aber meine Liste ist noch lang. Meine Kämpfe werden jetzt nicht aufhören. Aber meine Kämpfe sind nicht in Richtung MLB gerichtet. Okay, ja, meine gegenüber Kali auch nicht. Weil ich habe jetzt momentan die Munitionsroute. Und es ist gerade ein bisschen zu viel Munition im Umlauf. Ist es? Ja. Die muss ich mir von jeder Familie holen. Das solltest du machen. Das solltest du wirklich machen. Okay, Bitcoin. Gracias für das Gespräch. Wir haben uns ausgetauscht. Danke dir. Adios. Hola. Hallo. Hier ist Mafia. Ja, jetzt höre ich dich. Was kann ich für dich tun? Bist du an deinem Anwesen? Nein. Kannst du dich kurz treffen? Ich würde doch zu dir fahren. Ich würde einmal gerne wissen, erstmal, was du möchtest, Lil Mafia. Ich kann auch an einem öffentlichen Ort kommen, einem Würfelpark oder sowas. Nein, ich habe keine Angst davor, von dir getötet zu werden. Lex, danke schon. Ja, okay. Monate. Sag es mir. Wo soll ich dann hinkommen? Ich will, dass du schon mal das Gespräch antestest. Ah, okay. Ja, ich zahle aus. Was zahlst du aus? Ja, das, was ihr von mir wollt. Was will ich denn von dir? Ja, das bin ich ja dabei, mit dir zu besprechen. Ich habe keine Lust, mit dir in Kontakt zu treten. Mit mir in Kontakt zu treten? Du suchst doch den Kontakt. Nein, habe ich nicht. Deswegen will ich auch auszahlen. Gut. Das ist klar. Ich habe ein Gespräch und danach komme ich zu dir. Adios. Du darfst auflegen. Ciao, ciao. Fahr zur Familie. Wir müssen jetzt mit Lil Mierda reden. Welche Familie? Zu uns? Ist der Wittke zu uns oder zu Lil Mafia jetzt? Zu Lil Mafia. Hallo. Ja, wir gehen zu Young Rangers. Wir sind in 2 Minuten bei dir. Bist du nicht da? Ciao. Ist der Deal geplatzt, adios. Jetzt stehen wir da vor Young and Reckless. Wenn wir fertig sind, sind sie homeless. Lil Mafia, ich schlag dir in die Fresse. Jersey kommt vorbei nächsten Tag, es ist in der Presse. Ich schieb dir mein Messer rein. Dom humpelt zu nur noch auf einen Bein. Jetzt halt deine Fresse, du Schwein. Was kann ich für dich tun? Ich lache mich hier tot und meine Frau schläft einfach hier. Warum schläfst du? Stuhl auch noch, Digga, ich geht aber so. Ja. Meine Forderung ist, 1 Monat darfst du nicht mehr am Barrio sein. Und ich sammle am Würfelpark von verschiedenen Leuten Spucke und du musst das trinken. Was willst du von mir, Lil Mafia?
Sag mal ehrlich jetzt, Mirza, was erwartest du von mir? Denkst du, du kannst mir jedes Mal ans Bein pinkeln und dann 5 Minuten später sag ich da raus? Nee, ich hab dir nicht ans Bein gepinkelt. Ola, ich will deinen Namen nicht erwähnen, aber würdest du vor Lil Mafia sagen, dass du mir eine Information gegeben hast, ja oder nein? Redest du mit mir? Ja, ja. Ja, würde ich. Okay, ich bin an seinem Drecksloch. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt wird's aber richtig ernst, Mirza! Gut, also Lil Mafia, wie gesagt, Hermano, ich lehne dankend ab. Ich werde erst die Forderung nehmen, wenn du am Boden bist und sagst, Mr. Bitcoin, bitte, wir haben nein, wie gesagt, ich zahle aus. Ich will nichts, kein Interesse. Wenn du nicht willst, dann kämpfe ich nicht weiter. Schau mal, Mirza, du kannst doch nicht mehr da herumstolzieren, alles gegen mich tun und wenn ich dich erwische, sag ich da raus. Ich hab nichts gegen dich getan. Es kommt gleich jemand, den du vielleicht magst, den du liebst und verehrst. Würdest du warten, Lil Mafia? Mein Sohn? Der ist schneller. Ich glaube, vom Warehouse. Die mag ich nicht, die Leute. Lil Mafia, wo sind deine Leute? Geht euch verteilen. Warte mal, Zaza? Ja, Zaza wieder aus Gulag. Willst du mich verarschen, hier, dass du einfach hier hinter mir stehst? Jungs, verteilt euch doch, der redet doch nur mit Zaza. Ja, sie waren so im Gespräch verwickelt heute, deswegen habe ich nichts gesagt. Ja, am besten ihr bekommt das Ding und nicht Tarik, weil... Ich habe mich auch schon aus dem Gulag wieder rausgekämpft. Rodrigo, freut mich, Hermano. Das richtig kleiner Podcast. Merkt ihr das? Ey, wie geht es mit Rodrigo, kleiner Podcast? Gut, verteilt euch. Ich fick euch beide noch halb lang, ja? Für Campshow, alles gut. Larry, hilf mal ein bisschen. Ja, Bobo, du hast mich verkauft, Digga, sei leise. Genau so, Bruder, ja. Bleib mein Herr, wenn ich jetzt Bitcoin nicht anrufe, bleib mein Herr, du Verräter. Ey, Hermanos, wenn ich falle oder beide Hände oben mache, nach oben mache, schießt ihr einfach alles um, was Young Dreckles Farben trägt. Okay. Hey, wo sind die denn? Lil Mafia, erzähl mir, wie oft du von mir träumst. Erzähl mir, wie oft du nachts aufwachst und mein Gesicht siehst und sagst, Mr. Bitcoin. Wie oft ist es? Jeden Tag? Jeden zweiten Tag? Jede Woche einmal? Jeden Monat einmal? Jedes Jahr einmal? Wie oft? Wir wollen auszahlen. Ganz einfach. Gut, was wollt ihr auszahlen? Mach mir ein Angebot. 500.000. Nein. Warum nicht? Damit kann ich nichts anfangen. Okay. Hilft euch jetzt zum Märter? Oder wie verstehe ich das? Nein, uns muss niemand helfen, Hermano. Okay, was machen die dann auf der Megamall? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Der Stack. Ich glaube, unser Besuch ist da, Lil Mafia. Sehr gut. Salam aleikum. Oh, ey, yo, ey! Yo, was schießt hier? Alles gut. Bitcoin, Salamu alaikum. Oh, Nakida, ja, alles klar? Ja, natürlich. Der gut aussehendste Mann der Stadt, Nikita. Fürchtet euch nicht vor den Schüssen, Hermanos. Sergen, würdest du eventuell das Gespräch eröffnen? Ja. Mafia, erinnerst du dich noch, was du an mich gesagt hast? Was soll ich dir gesagt haben? Ja, sowas wie, hey, Sergen, es ist wieder Zeit. Sei wieder in der Stadt. Bitcoin zeigen, wo sein Platz ist. Wieder ein bisschen für Schwung in der Stadt sorgen. Und Kali wieder von seinem Ross runterholen. Was ist hier los, Diego? Ja? Rodrigo wurde bei deren Dingens abgeknallt am Wesen. Rodrigo wurde niedergeschossen von dem? Zusammenschluss von mehreren Familien? Weil der reingelaufen ist bei dem, weil wir gucken wollten, wo die sind. Nee, das habe ich schon auf der Tafelrunde gesagt, aber ich habe da jetzt nichts geplant oder sowas. Und jetzt warten wir halt Befehl von ihm, was wir machen sollen. Bist du dir sicher? Gut, ja, deine Leute sind alle drin, sieh? Die haben gerade Rodrigo von mir umgeschossen, El Mafia. Nee, du kannst gerne nachschauen gehen. Liegt Rodrigo 100%, Diego? So wie es aussieht, ja. Wir haben von denen ihm gefolgt. Da, sie haben schon Schüsse drin. Na gut, Romano, dann tötet die. Okay. Aber mit dem hier rede ich. Ihn schießt niemand um. Warum uns? Warum liegst du, Lil Mafia? Mafia, jeder in dieser Stadt weiß, dass du einen Hass gegen Kali und gegen OGs hast. Dein Ziel ist es, dass du deine Intrigen führst, undercover. Ja. Und am besten, dass wir zwei uns gegenseitig bekriegen. Aber ich habe dir eine Sache gesagt. Solltet ihr mit mehreren Familien auf Kali gehen, werde ich zu Kali stehen. Ich bin hier Suppe. Und wir essen jetzt ein bisschen so Brotis. Ja, aber das. Keiner sagt, dass man mit mehreren Familien auf Kali gehen will. Ganz im Gegenteil, Kali geht mit mehreren Familien gerade auf uns. Ja, klar. Ja, habt ihr nicht Intikam und Ometa als Hilfe geholt? Mit wem schießt Kali gegen euch? Ometa und Intikam. Einfach so, aus dem Nichts. Ah, jetzt gibt's einen Grund, also wenn ein Grund gibt, dann ist es in Ordnung, oder? Bruder, bitte sagen. Lass mal Nikita reden, der hat's ein bisschen besser drauf als du. Das meine ich, was bist du denn so frech? Nein, du laberst einfach nur Müll. Du versuchst auf Kampf jemanden zu verteidigen, aber das ist so schlecht, was du machst. Gestern hast du noch gegen mich geschossen und ausgezahlt. Ja, und ich bin noch nicht fertig. 5 Waffen schulde ich dir noch. Ja, genau. Ja, die würde ich auch gerne gleich mitnehmen. Ja, können wir machen. Warte mal, er hat ausgezahlt, Sagan?
Ja, ich habe ausgezählt. Ich hab die zweimal gelegt und habe ausgezählt, korrekt. Das ist korrekt. Das hat mir sehr genau erzählt. Er hat mir nicht gesagt, dass er gewonnen hat. Ist doch egal, wer gewonnen hat. Trotzdem habe ich ausgezahlt. Die Schlachten habe ich gewonnen, den Krieg habe ich verloren. Also was bietest du mir an, was willst du zahlen, den Mafia? Oh, laut Safi dürfen wir maximal 500.000 auszahlen. Deswegen würde ich mich auch dran halten. Ja, mich aber schon, weil am Ende kriege ich die Probleme. Du hast gerade Probleme mit mir und nicht mit Safi. Vergiss das mal nicht, Kleiner. Vergessen tue ich auf jeden Fall gar nichts. Das hat er gestern auch schon mit mir gemacht. Ich habe gestern mit Comancheros Krieg gehabt und die haben 1 Million ausgezahlt. Und Asafis hat nichts dazu gesagt. Was ist, wenn ich nicht möchte, dass du auszahlst? Ja, ich will auf jeden Fall nicht gegen dich schießen. Ich zahle aus, ich gebe auf. Du willst allein nicht schießen gegen mich, aber wahrscheinlich, wenn die 3 anderen Familien fertig sind, sie? Ja, du Bruder, du checkst nicht. Ich will nichts mit euch zu tun haben, Bruder. Es macht keinen Spaß und lohnt sich nicht, gegen den Waffenroutenbesitzer zu schießen. Dann hol sie dir. Ich will nicht die Waffenroute. Ich will ganz normal meine Waffen kaufen und fertig. Du willst deine Waffen kaufen? 25.000 pro Waffe. Ja, genau. Das ist kein Problem, den Preis zahle ich. Deine Leute schießen doch gerade gegen meine. Ja, weil deine Leute einfach in unseren Barber reinlaufen. Hä? Also sind die doch im Barber drin? Ja, jetzt, wo deine Leute reinlaufen, natürlich schießen wir dann gegen euch. Denkst du, wir lassen uns einfach umschießen? Du denkst auch wie bei OGs. Ich weiß auch nicht, warum OGs einfach dachte, dass wir uns umschießen lassen. Ihr könnt doch nicht hierher kommen, anfangen zu schießen und dann sich wundern, warum geschossen wird. Ich bitte euch, Jungs. Verdammte Scheiße, sowas. Mann. Ich bin gleich wieder da. Alter, komm mal kurz. Deine Leute haben als erstes meinen Mann umgeschossen. Bitcoin, sag mir mal bitte einen guten Grund, warum ihr gegen uns schießt. Nur einen guten Grund. Ist der dumm gerade oder so? Bist du dumm, Mierda? Ich hab dir gerade 10 Gründe genannt. Bist du dumm? Bist du blöd? Le Mafia. Was ist denn hier jetzt los, Mann? Raffst du dich oder raffst du dich nicht? Ich hab doch damit gar nichts zu tun. Ich weiß gar nicht, warum er euch hergerufen hat. Ja, wir sind jetzt hier. Ja, keine Ahnung, was hier wird. Ja, wir sind hier. Nee. Und ich bin da. Diese Helfer sind. Ja, stimmt. Ich hab sogar was für dich, Bitcoin. Was denn? Das muss ich aus dem Lager holen. Das habe ich bei diesen Final Coin. Hat mir einer von deinen Jungs gegeben, als ihr Krieg gegen Comancheros habt. Ich muss das zurückgeben. Dann los, ich warte. Ey, Armano, wie sieht's aus bei euch? Ja, hey, soll ich mit Mafia töten? Soll ich mit Mafia töten? Nein. Nein, wir versuchen mit Biff. Ey, Larry, sei mal leise. Bitcoin, ich war 15 Uhr da. Du dumm? Ja, warst du dumm oder? Hast du nicht? Kaple Mafia. Wallah, ich war da. Der wollte Nora abschießen, Digga. Gut, dann ist es deins. Ich war da, ich habe sogar eine Nummer aufgenommen als Beweis, irgendeine DOJ Alana. War eine Frau, die ist Zeugin, dass ich da war. Aber sonst war niemand da. Das ist dein Observatorium. Also können wir gleich theoretisch zum DOJ gehen und das Papier festmachen mit Unterschrift so, wo du kurz Fingerabdruck drauf machst, so zack. Ja. Ey, ihr müsst auf mich jetzt echt cool, Mann. Komm her, Homie. Danke, Mann, danke schön. Ich freue mich, dass wieder eine richtige Familie ist. Ich danke dir. Wo ist Bruno? Bruno habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen. Der soll aber zeitnah, glaube ich, auch da sein. Ich glaube, Bruno ist sogar schon in der Liste. Bahnhof, direkt gegenüber. Komm, drei Tage da gewesen. Rechtsstück. Bahnhof, seid direkt gegenüber. Komm. Komm mal zu mir. Ein Heli auf Megaboot. Hast du momentan nur gegen Jan Rückens gekämpft? Oh, Johnny, bra! Das war so ein Free-Kill, oh mein Gott. Gegen was? Ey, warte, Jay, ich komm von anderen. Hast du nur gegen Jan Rückens Krieg? Wo ist der Blackout? Ja, du bist gestern kein Manchester. Ja, aber es wird dort mein Oh mein Gott! Pass auf, die haben dann auch Red Hot auf euch. Oh mein Gott! Bist du tot, Jay? Ey, ich glaub, ich geh mir kurz Fuki holen. Das ist alles. Oh, hast du gut gemacht. Oh mein Gott, Ryan, Digga. Oh mein Gott! Also ja, ich guck. Hugo, schaff ihn, Junge! Es gibt noch einen. Oh, so! Ich hab da geholt, Tarek. Okay, wir haben gut Pick. Was war das denn?
Da liegt. Ich muss mir mal kurz helfen. Okay, Keller ist noch bestimmt safe, Fool. Ja, ich geh in den Keller rein, Mierda. Ich geh in den Keller rein. Wie komm ich da rein? Wir haben alles vorne. Vorne rechts. Ja. Bruder, der Hill ist auch noch da, ne? Okay, wie geh ich hier rein? Hier bei mir. Wo sind Sie? Hier rechts aus, Mr. Wickman. Hier? Man kann geradeaus durch und links ist auch. Das wird jetzt kritisch, Jungs. Also, ey! Mr. Bitcoin! Ey! Komm rein! Hapein! Einen haben wir mitgenommen, so geht das! Ganz vorne, rechts. Ganz vorne, rechts. Geil! Mann, ich war auch einfach mal dem Hammer durch. Nora! MVP! Teamkill, glaube ich. Nein. War kein Teamkill. Ach, ich wurde geteamkillt! Wie konnte Kali das holen? Nein, okay, er sagt beides nein, okay. Also ich habe einen geholt und einer hat mich von denen geholt. Weiß ich nicht, Momo, das ist echt krass. Warte mal, liegt Tarekoin wieder? Einer lebt noch. Okay. Sehen wir, wie es aussieht. Das war sehr, sehr krass. Einmal GGs in den Chat, bitte, ja? Einmal GGs bitte in den Chat. Schämt euch nicht, Chat. Einmal alle GGs in den Chat. Schämt euch. Warum lebt ein Tarek noch, Chat? Macht mal jemand schon mal ein Dispatch. Boah, ich kann auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr schlafen nachts, weil ich nicht im Observatorium schlafe. Das ist so scheiße alles hier. Wo schläfst? Wenn ich nicht im Observatorium schlafe, fühle ich mich kacke. Du warst doch die letzten Wochen gar nicht da. Was redest du? Oha, du sagst Wochen, Junge. Ich war da. Ich war vor 3 Tagen da. Ich war vor einer Woche da. Bruder, lass ich nur morgen diese Sache, Bruder. Danach sag ich ja. Bruder, jetzt. Oh, gracias, Medic! Als Essigalis, meine Brüder. Bitte als Essigalis. Schaut mal, ich hab euch das Observatorium zugesagt, Manus. Reicht doch. Ja? Was? Ich mache jetzt das Gespräch hier fertig und danach fahren wir zum DOJ. Macht schon mal einen Termin bei jemandem dort. Soll ich schon einen Termin machen? Okay, Bitcoin Abi. Okay, haut rein. Mediziner, bitte richtig behandeln, ja? Kali zuerst! Katholisch machen wie immer, ja? Kali zuerst! Die Fresse sägen mir da. El Mafia? Ja. Wolltest du nicht was vom Lager holen? Wieso bist du nicht wiedergekommen? Ich wurde einfach angeschossen. Von wem? Keine Ahnung. Ich wollte was zum Lager holen, die haben mich wahrscheinlich verwechselt. Ey, Manus, ich hab euch doch gesagt, Lil Mafia nicht auf ihn schießen. Der hat seine Waffe rausgeholt und wollte auf Nora schießen. Wollte ich nicht. Doch, doch, Gizzy hat das gesehen und hat ihn an den Berg gedrückt. Das ist Nora. Da ist Nora. Nora müsste. Ey, Nora. Komm mal her. Bueno. War Lil Mafia im Lager? Ja. John, nimmst du das? Ja, der war im Lager, hat eine Waffe rausgeholt, glaube ich, und dann wollte er mich erschießen, aber dann lag er. Er wollte dich erschießen? Ja, er hat Waffe rausgeholt und dann lag er aber direkt. Ja, sie können einmal. Du jämmerlicher Haufen Scheiße, der du bist, Lil Mafia. Okay, habt ihr Seile, Jungs? Habt ihr Seile? Gut, das hat zu deinem Kampf. Kann man jetzt endlich auszahlen? Nein, definitiv nicht, Hermano. Ich bin allein in den Keller reingelaufen, mir, dann hab einen in die Fresse geschossen. Wer hat's? Diego, hab ich dir nicht gesagt, ich hol die? Das haben sie gesagt, Mr. Bitcoin. Gracias, Momo, du hast mich gerettet, Mierda. Diego hat einfach gut. Gar nichts gesagt. Lars, danke schön, vielen Dank. Alles gut, Diego. Bleib einmal so, wie du bist. Bueno, was machen wir mit denen? Nimm den auf jeden Fall erstmal alles weg. Lil Mafia. Ey, Jungs, ich brauche hier zwei Seile. Ich komme jetzt wann ich will hierher. Ich einfach da rein, wo wir die anderen auch. Und überlege, ob ich euch niederschieße oder nicht, Boy. Hallo. Dass du Bescheid weißt. Nimm den mal mit runter vom Dach. Ey, Jungs, ihr seid jetzt wie meine Chuchas. Nein. Meine einzige Chuchas sind deine drei Frauen, die du bei dir hast. Nee, ich hab keine. Ich will auszahlen. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Was haben die drei Hermanos damit zu tun? Naja, wenn du nicht da bist, haben sie eine ganz andere Beschäftigung, mein Bester. Und die wäre? Du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Was meinst du? Ja, du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Ah, du weißt schon. Sag's mir. Du musst dir nicht alles sagen. Leute, könnt ihr noch hier. Du willst du willst die Damen beleidigen und währenddessen willst du auszahlen? Also wenn das für dich eine Beleidigung ist? Ich spuck auf deine Auszahlung, bueno? Ich will keinen Cent von dir, Mierda. Ich will deine Ehre. Dann lass mich doch einfach in Ruhe, ja? Warum? Nein, so einfach funktioniert das nicht. Hast du Trauma wegen meinem neuen Nachnamen? Ich weiß nicht mal, wie der ist. Ja, deswegen hängst du wahrscheinlich jetzt an meinen Eiern. Aber merk dir eins, keiner fickt mit OTK, Baby. Alter, das ist bitte. Nur dicker als von Berlin. Wer hat Munition von euch? Chopino, dankeschön. Ja, leider nicht.
Also zurück zum Wichtigen. Ich hab ihn gegeben. So. Verstehst du nicht einfach? Nee. Ich zahle aus. Geh du deinen Weg, ich geh meinen Weg, fertig aus. Bueno, zahl mir 1 Million. Ich zahle dir 750.000, das ist die maximale Summe, die wir zahlen dürfen von der Safi. Zeig dir sofort aus. Safi interessiert uns seinen Scheißdreck. Wir gehen sofort jetzt dort zum Ding, ich zahle dir sofort aus. Ich will 1 Million. Okay, komm. Bueno, nimm seine Fesseln ab. Komm mit, wir gehen direkt da vorne zum Davis-Ding, ich zahle dir 1 Million. Waffe raus, was du ein Brett bekommst. Momo, geh mal mit ihm. Ja? Warte mal, fahr mal zurück. Ja, Sophia. Schauen Sie gleich kurz, bitte. Wo? Warten Sie. Okay, ich verstehe. Sie wissen schon. Ja, ja. Wo fährst du hin? Links. Kriegen wir den trotzdem, Mr. Bitcoin, auch wenn er auszahlt? Nein. Ja, wo ist der Clip? Ihre Lieblingszahl, Mr. Bitcoin? 289. Lars, ich danke dir. Oh, vielen Dank, Lars. Ein Minus verschenke. Gehabt. Vielen Dank für 5 verschenkte, Lars. Was? 289 sagst du, oder? Ja, richtig. Okay, dann gebe ich das Geld jetzt. Ich schreibe nur nach vorne Nachricht. Ich werde dich nicht niederschießen und ausbluten lassen. Keine Angst. Ich sehe. Den Clip habe ich doch gesehen. Aber warte mal, ist es von seiner Seite? Doch, den Clip haben wir gesehen. War schön mit euch, ja? Passt auf euch auf. Sein bezahlt. Ja, natürlich. Hat er das gezeigt? Habt ihr... Hallo. Habt ihr das Geld... Habt ihr alles von denen weggenommen? Jo. Nee, noch nicht. Die sind noch, glaube ich, dabei, oder? Noch meine Festung. Ja, Christmas. Okay, Hermanos, hört mal zu. Nimmt alles von denen weg. Christmas, ich ruf dich gleich an. Ich muss zum DOJ. Danach machen wir das. Bis gleich. Gut, Jungs. Wird ausgezahlt. Okay. Das heißt... Festnehmen. Geil. Exzellent. OG von wieder, komm in die Hut und ich schieß euch nieder. Ich tu dann auf Krieger, wie hieß nochmal der Zwölfer? Sowas ist doch kein Leader. Die Staatsmacht denkt, sie hat ne Chance, doch wir setzen sie in Trance.